Ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem neuen Video. Und zwar sind wir heute wieder bei UDCC German Dashcam mit Folge, was, schon 68? Mega. So, ich würde auch nicht lang schnacken wollen. Wir gehen gleich rein ins Video. Und wieder, liebe Freunde, ich habe das Video vorher nicht gesehen. Es wurde mehrmals jetzt wieder angesprochen. Bitte spontan auf die Videos reagieren. Mache ich gerne. Kein Ding. Ab jetzt versuche ich das spontan. Muss ich mal ein bisschen konzentrierter und genauer hingucken, aber wir machen das schon. So, darum würde ich sagen, das Intro in 3, 2, 1. Und los geht ja der Peter. Oh, schon wieder Reime. Reime, oh, ich muss damit aufhören. Achtung, das geilste Intro der Welt jetzt. Sehr schön. Oh, hier, Kolonne Dashcam. Warte mal, ich muss mal ganz kurz wegnehmen. Ihr müsst euch das mal anschauen. Guckt doch da mal hier an, wie das aussieht. Herrlich. Ich befürchte, schauen wir uns mal den schwarzen Audi an. Der nähert sich schon sehr gefährlich der Sperrfläche. Der wird doch nicht. Hohoho, gleich an Anfang. Ja, super. Super. Königsspur für den König. Macht Platz. Macht Platz, ich bin da. Ha, sehr schön. Wow, das Video läuft gerade mal 12 Sekunden. Da haben wir schon. So, wir stehen an der Ampel. Wir haben hier einen Linksabbieger. Der bleibt Gott sei Dank stehen. Der rollte schon. Jetzt fährt er wieder ein Stück zurück. Okay. Ja, gute Idee. Super. Weil LKW. Unglaublich. Guck mal, was der LKW jetzt für einen Bogen machen muss. Es hat schon einen Sinn, dass hier die Haltelinien sind. Und meist sind die hier, die linke, für die Linksabbiegerspur, die Haltelinie sogar noch leicht versetzt nach hinten. Ja, genau deswegen. Oder wenn von links jetzt ein LKW kommt, der braucht auch Schwung. Genau deswegen. Und außerdem hast du hier so einen Sensor. Wenn du hier nicht draufstehst, dann schaltet die Ampel auch nicht. Nicht davor, nicht dahinter. Schön hier draufstehen. Ja, sonst stehst du hier stundenlang. Oh, ich sehe gerade, wir kriegen grün. Und der LKW ist im Weg. E-Rollerfahrer, Highspeed über Gehweg. Wenn da ein Kind aus dem Haus auf dem Gehweg tritt. Ach so, mit dem E-Scooter auf dem Gehweg. Jetzt verstehe ich. Natürlich verboten. Mit dem E-Roller. Natürlich verboten auf dem Gehweg. Ne, du sollst den Radweg, Fahrradschutzstreifen benutzen. Gibt es keinen Radweg oder Fahrradschutzstreifen, musst du sogar auf die Fahrbahn drauf. Ja, jetzt. Oh, wer lesen kann, ist klar zum Vorteil. So, wir sind wieder in Köln. Ja, schön freundlich. Na klar, warum? Weil das kann. Außer es kommt Schlag. Ja. Hat der jetzt die rote Ampel verpixelt? Ja, schön beruhigt euch, Radfahrer. Dann über den Gehweg, Fußgängerüberweg. Na sicher, wie die Wit, ich male mir die Welt, wie ich sie will. Oder so. Ja, die rote Ampel stört mich jetzt. Als Fahrradfahrer. Und dann fahre ich auf dem Gehweg viel besser. Oh, warte mal, der hat hier keine 1,50 Meter Seitenabstand eingehalten. Oh, auf dem Dach. Nicht alle Fahrer. Es gibt auch idiotische Autofahrer, es gibt idiotische Motorradfahrer, es gibt idiotische LKW-Fahrer, es gibt auch idiotische Radfahrer. Aber das ist so eine Spezies. Ich nehme mir das raus, was ich brauche, aber wir. Ich kenne meine Rechte, aber nicht meine Pflichten. Nochmal bei Rot. Dann einmal quer. Das Ganze abbiegen, ohne Handzeichen zu geben. Ich hasse euch, Radfahrer. Das kannst du jetzt aber auch nicht so sagen. Es gibt auch gute Radfahrer. Nicht so pauschalisieren. So, wen haben wir hier? Keine Ahnung. Hä? Bitte in die Kommentare schreiben, was hier passiert ist. Warum? Okay. Er fährt über Rot. Warum fährt er über... Ach, falsche Ampel. Wahrscheinlich falsche Ampel. Ja. Die stehen eigentlich an dieser Ampel, an der ersten Ampel, und jetzt schauen sie auf der zweiten Ampel. Das ist sich so oft, wenn zwei Ampeln hintereinander stehen, so wie hier, in geringem Abstand. Ich sehe das so oft, dass man dann auf die guckt und dann fährt man los. Wlupp. Und der Lemming natürlich schön hinterher. Und das Alpha-Männchen vor, dann gleich hinterher.
Jetzt nicht er hier auch. Nicht er jetzt hier auch. Okay. So, jetzt. Käffchen! Ach, mit der Musik, das ist doch. Lass mal ganz kurz gucken, was da jetzt war. Also, er hat hier grün gesehen für Rechtsabbieger. Naja, ich will ja nicht auf die Kreuzung drauf. Dann fahre ich jetzt ganz knapp jetzt hier. Weil ich bin ja nicht auf der Kreuzung drauf. Ne? Die Ampel zieht ja eigentlich nur für die Kreuzung. Denkt man jetzt wahrscheinlich so. Und wenn ich dann jetzt ganz... Ist ja schon irgendwie ist ja halb grün für Rechtsabbieger. Ist ja... so. Und dann ist das bestimmt okay, wenn ich jetzt hier ganz... Nee, Rotlichtverstoß. Absolut. Die Leute, ey. Bei so einer Musik, ich würde so ausrasten bei so einer Musik. So, wir haben Vorrang, da sagt uns dieses Zeichen hier mit dem weißen Pfeil, pup, 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 und wir dürfen auch nur geradeaus fahren. Okay, und ich sehe da schon wieder einen Fahrradfahrer. Mal gucken, was passiert. Nö. Okay, ein Fahrradfahrer kommt uns entgegen, okay. Ach, deswegen, okay. Ey, das sind so Berliner Moves-Dinger, das nimmst du gar nicht mehr so. Als Berliner Autofahrer nimmst du sowas gar nicht mehr wahr. Was, wie fährt er denn? Schön treu dem Anhänger hinterher, oder was? Sehr geil. Ist das vielleicht der zweite Anhänger hinten dran? Dann wäre das einleuchtend, wenn der Schwarze abgeschleppt wird. Weil er hat ja... Oh, dann hat er den... Oh, ja, dann Auflieger... Oh, jetzt, ich lehne mich mal weit raus. Also, pass auf, er hat einen Anhänger dran. So, und dann sieht es so aus, ob er jetzt den noch damit abschleppt. Weil, guckt euch mal die Fahrspur an. Oder die Spur, die er nimmt. Weil der Anhänger ist ja so, der Anhänger nimmt sich ja immer den kürzesten Weg, ja. Und so, das sieht wirklich so aus, ob er den noch hinterher zieht. So sieht das aus. Geil. Was war denn das für eine Aktion, Kollege? Hat er das Rückfahrlicht an? Das sieht so aus, ne? Ob er das Rückfahrlicht an hätte. Wenn man einen Rückwärtsgang reinmacht, dann gehen ja diese Rückfahrlichter an. Ich glaube, darum geht's. So, wir blinken schön großen. Wie willst du das jetzt hier machen? Wie willst du das? Es gibt keine Ampel, ja. Das Baufahrzeug steht jetzt so blöd im Wege und er zieht jetzt gerade eine frische Linie. Da musst du halt auf den Gehweg. Also sehr kacke gemacht. Er steht jetzt einfach hier, zieht jetzt eine Linie. So, jetzt musst du zusehen, du siehst nichts, jetzt musst du zusehen, wie komme ich jetzt hier dran vorbei. Und jetzt machen sie ganz frisch die Linie, ganz frisch. Normalerweise fährst du jetzt rechts rüber, aber jetzt dachte sich der Stefan bestimmt, nee, wenn ich jetzt rüberfahre, mache ich die Linie kaputt. Also, das will ich ja auch nicht. Anscheinend. Und dann werde er erstmal auf dem Bürgersteig weiter. Ein bisschen blöd gemacht. Das ist nicht cool gemacht, ne. Und alle wundern sich, was macht der denn da? So, wir fahren weiter. Ja, komm. Kollegen, schön hier. Wir brauchen den Platz für unser Ego. Wir brauchen die Breite hier. So. Und die rücken auch nicht zur Seite, ja nichts. Jetzt gucken die noch, oh, wir müssen rüber. Was? Achso. Traumtänzer. Ah, es gibt auch Traumtänzer da draußen. So, was fahren wir denn hier? Haben wir hier so 98, 0,85, was? Das stimmt doch hier nicht.
Nein, der fährt 200. Holla die Waldfee, das habe ich jetzt aber hier. Ja, 203, okay. Linksspurenschleicher. Nee. Es kann ja sein, dass er jetzt extra auf die linke Spur rüber ist, falls jemand auf die Auffahrt kommt, dass er jetzt hier schön sich einordnen kann. Kann ja sein. Kam jetzt keiner, okay. Aber jetzt hier so dran vorbei und dann rechts überholen. Ah. Nicht geil. Vor allem, er nimmt das, er nimmt auf, wie kacke er sich verhält und schickt das so noch ein. Ja klar, er war ein Linksspurenschleicher, okay. Nicht mal ein Schleicher, also war schon gut unterwegs. Aber dann von rechts überholen? Da hat mir keine andere Wahl gelassen. Weiß nicht. So. Hoppet fahren. Ja, fahr rüber. Boah. Einfach mal gucken. Spiegel benutzen, Schulterblick, dann sehe ich das. Alles klar. Okay, ich rechne damit nicht, dass jetzt mich jemand hier von rechts überholt. Okay. Weil von der Ausfahrt ist er auf jeden Fall runter. Ja, es war eine Auffahrt. Oder? Ja, ist eine Auffahrt. So, da ist er jetzt runter. Aber es ist kein Grund, von rechts jetzt zu überholen. Ja, kein Grund von rechts zu überholen, aber trotzdem muss ich, auch wenn ich den Spurwechsel mache, nach rechts, muss ich trotzdem wieder absichern. Es war knapp. Das war eine knappe Geschichte. Beide haben sich falsch verhalten. Ja, aber warum hat denn... Ja, warum hat der Audi von rechts überholt und warum hat der hier mit den Fahrrädern hinten drauf keine ordentliche Verkehrsbeobachtung gemacht? Spurwechsel. Österreich. Tegernsee. Alles Gute. Das war Renate. So, der normale Wahnsinn auf dem Weg nach Süden mit Wohnwagen hinten dran. Da will doch bestimmt noch einer runter von der Autobahn, oder? Nee, hat sich anders entschieden. Er drüber. Oder will er die noch überholen? Jetzt fährt er doch wieder drauf. Es ist schon schwierig, Schilder zu lesen. Es ist wirklich schon schwierig. Es ist schwierig. Noch einen Kilometer rechts Richtung Garmisch-Partenkirchen. Ah! Gib doch vorher noch Gase. Naja, warum gibst du denn Gase? Hast du gesehen, dass er rein wollte? Wolltest du die Lücke zumachen? Oder was hast du vorher gehabt? Wir kommen jetzt und es sieht so aus. Jetzt siehst du den Audi und jetzt gibst du nochmal Ja. Gib doch vorher noch Gase. Gase. Ich will die richtigen Ortlehre vor mir. Flugt der und das Kind sitzt hinten drin oder was? Und zu ist offen. Das gibt's ja nicht. Das ist zu viel Platz dafür. Na jetzt. Richtige Trackermucke hier. Ja, und nochmal rüber. Sehr schön. Die Ausfahrt, es ist auch, wer kennt es nicht auf Autobahn? Die Ausfahrten kommen, bumm, sind sie da. Ohne Ankündigung, nichts. Pam, sind sie da. Du kannst dich nicht drauf vorbereiten. Wer kennt es nicht? Ist das ein Urlaubs-Best-of oder was? Ja. Ist das nicht so, dass hinter mir frei war, ne? So, ein schöner Tesla. Der weiß nicht ganz, wohin er möchte, der Tesla. Oh, was ist das denn? Jetzt kann er wieder Gas geben, ja? Und hier mit Wohnwagen müssen wir wieder... Oh, wie ist das, also? Ey, Träumer sind unterwegs. Träumer. Ich weiß es, wenn die eine sagen, der guckt vielleicht nach dem Weg und so weiter und so fort, aber du kannst doch nicht die Leute mitten auf der Straße so ausbremsen. Funktioniert nicht auf der Fahrbahn. So ausbremsen, es funktioniert einfach nicht. Disziplinarmaßnahmen, Bußgelder, so. Auftragsentzug. Wir folgen der abknickende Vorfahrtsstraße. Blinkt da nicht? Was macht da? Müsse geimpft sein, so beiden.
You want to do business with the federal government? Vaccinate your workforce. Auch für Privatunternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten soll künftig gelten, entweder die Mitarbeiter lassen sich impfen oder sie müssen jede Woche einen negativen Covid-Test vorlegen. Das ist nicht über Freiheit. Da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Kann ja sein, dass es kein Ortskundiger ist und wenn er schon so langsam fährt. Ja, es ist nervig, trotzdem dahinter sein, hupen, drängeln und so weiter und so fort. Ist keine geile Geschichte. Ja? Soll man nicht machen. Auf der Abfahrt Frankfurt Richtung ja. Zwischen Kreuzwaldorf und Kronau. Geil. Wieder rückwärts aus der Ausfahrt raus. Einen neuen Stau in der Kurve. Geil. Zwischen Kreuzwaldorf und Kronau ist dann Infall. Gute Reaktion, Markus. So, sieht brutal aus, aber in der Ferienzeit musst du es zwischen Friedrichshafen und Lindau mit der Brechstange machen. Okay. Hier zählt noch das Gesetz der Straße. Okay, verstehe. Schauen wir uns das mal an. Mann. Ich weiß, es ist mega schwierig für einen LKW-Fahrer da rauszukommen. Weiß ich. Ah, aber jetzt verstehe ich das mit der Brechstange. So, wir sind wieder bei Markus. Weiter geht's. Oh, Fahrradfahrer, da wird überholt. Das ist Motorrad. Motorrad mit Beiwagen. Oh. Da hat er den Beiwagen wahrscheinlich vergessen. Dass er noch dran hat. Hi. Nicht geil. Igel! Appellierte bereits am vergangenen Donnerstag an A2 bei Bielefeld, alte Heimat. Ja, Bielefeld gibt es. Hier ist der Beweis. Ja, Bielefeld gibt es. Hier kann ich mich ja nochmal ganz kurz ein bisschen wegmachen. Hier, Bielefeld gibt es. So, bin gespannt. Also die Leute aus Nordrhein-Westfalen, die können Auto fahren. Auch mit einem BMW. So, wo sind wir denn hier? Dortmund, Bielefeld, ach, Bielefeld Zentrum, Ost, Stiekos, Oerdinghausen. Hier geht's immer runter, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Da muss ich auch immer hier runter. Aha, nee, muss ich gar nicht. Bielefeld Ost Zentrum? Nee, ich fahr früher runter. Altenhagen und so weiter fahr ich runter. So, was ist denn jetzt hier? Er blinkt links. Ausgebremst. Weiter. Aber warum die auch nicht rechts fahren, die auch in der Mitte waren, verstehe ich auch nicht. Gespeichert die Aufnahme. Ja, der hat sich richtig vor mir reingequetscht von dem BMW und der BMW drängelt die ganze Zeit mit dem Blinker links und Licht und so. Oh, liebe ich sowas. Dieses Drängeln, Strobolicht und Blinker auf links. Ah, liebe ich. Das ist, darauf reagiere ich ja. Eieieiei. Aber warum die nicht rechts fahren, verstehe ich auch nicht. Na, jetzt schön mittig, wa? So viel leichter. Ich hab doch mal irgendwie gehört, wenn dreispurig, darf ich durchgehend auf der mittleren fahren. Nein! Trotzdem hat rechts vorgeholt. Schön rechts rüber. Hier, er hier, der Schwade hier, rechts rüber. Auch er jetzt hier, rechts rüber. Achso, hier wegen ihn hier, alles klar. Oh, er bremst am Blitzer oder was? Ja, jetzt mache ich das hier. Was ist denn jetzt hier los? Sie sind unbegrenzt. Alter. Vogel, du Dummer. Und wieder ein BMW. Ich sag's dir, Freunde, das ist heute hier ein BMW-Special. Punkt aus. Ich kenn die Brücke. Guck mal, normaler. Was machst du denn jetzt? Alter, was fährst du für einen Scheiß zusammen? Keine Ahnung. Mein Gott. Hätte er die Hand doch aus extra so gemacht, Alter. Schön 130, mein Freund. Du fährst hier gerade 150. 130. Jetzt kommt er wahrscheinlich von rechts, wa?
ist wenn man die 130, die erlaubt sind und passt doch alles. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du bremst am Blitz, der für andere Spur ist, ist aber nichts los. Was? So, jetzt. Oh, jetzt wird's spannend. Alter, komm. Jetzt wird noch ausgebremst. Ja, da hast du an sein Ego. Ja, da hast du an sein Ego gekratzt. Das geht ja gar nicht. Hier, schön ausbremsen. Was macht der denn? Bist du dumm? Das ist mit Absicht oder so. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin leidig, weil ich ihn überholt habe. Mein schöner BMW ist nicht der schnellste. Das war eigentlich Bell so früher, ja. Ist das wirklich so? Ticken die Menschen wirklich so? Ja. So, Hamburg. Ausreichenden Schutz gibt. Mitarbeiter müssen ihren Arbeitgebern aber weiterhin nicht Auskunft darüber geben, ob sie geimpft sind. Die Bundesregierung prüft das. Geht der Blinker nicht oder was ist da los? Ja, achtet da doch auf die Hand. Geht jetzt raus. Nicht Auskunft darüber geben, doch, der Blinker geht, alles klar. Sind. Die Bundesregierung prüft derzeit, ob sich das künftig ändern soll. Schön hinterher. Jetzt mit dem Auto von Mr. Dreaming geflohen. Oh, die Polizei. Es ist wirklich Zeit, dass Sie ihm helfen, Miss Bainbridge. Die drei Fragezeichen. Danke, nein. Das ist alles Bestes. Beschäftigte erzählen hier jetzt mal, wie es Ihnen im Job ergeht. Die eine ist Jamie. So. Sie arbeitet für eine Vivantes-Tochterfirma in einem Krankenhausbistro und möchte gerne wie andere Kolleginnen auch. Ich ahne, was jetzt kommt. Ich sehe jetzt hier, es wird einspurig. Das Indiz überhaupt, ja, es wird einspurig. Und wir sehen eine schöne, breite Sperrfläche. Ihr wisst jetzt auch, was kommt, oder? Ich hoffe. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier auch nochmal einen König zu sehen. Bitteschön. Auch nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Okay. Komm, den nehmen wir jetzt. Ich will einen König haben. Den nehmen wir. Also. Kann ja nicht sein. So, haben wir jetzt. Haben wir einen König. Sehr schön. Aber davor dachte ich jetzt wirklich, okay, Sperrfläche. Boah, super geile, weiße, ausgebaute Big Sperr. Da fetzt. Kommt jetzt einer noch von hin und fetzt da. Nee. Nichts. Aber hier unser LKW-Fahrer. Der holt's raus. Potsdam, Magdeburg, Hamburg. Ey! Das ist ja hier. Ist das Barnim? Landkreis Barnim, wa? So. Oh, hier wird wieder schön rechts überholt. Und am besten zwischen den LKWs wieder. Nein, nochmal überholt. Weiter geht's. Und jetzt wird rum. Aber ich frage mich auch, warum die LKW... Jetzt fahren die wieder rüber. Okay, warum waren die jetzt auf der mittleren Spur? Das ist jetzt die Frage. Was, Leute? Was? Was ist denn hier los? Dreimal Linksabbieger nebeneinander. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das denn jetzt? Wahrscheinlich wegen Rückstau. Und jetzt haben sie sich versucht, da einzuordnen. Ging wohl nach hinten los. Ja, also ich war wahrscheinlich auf unsere Spur. Rückstau und Linksabbieger, dann fahren die immer so gerne in die Lücken da rein. Irgendwie so zack, wuscheln sich so rein. Das hatten alle drei sich, glaube ich, so ausgedacht. Und naja, dann standen sich alle drei im Wege. So, und der andere stand dann halt auf der Kreuzung. Blöd. So, der unsichtbare Christian. Da ist er. Zack, 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 zack. Ich bin gespannt. Was kommt denn jetzt, bitteschön? So, ihr Lieben.
Das war's gewesen. Dankeschön fürs Zugucken, Dankeschön fürs Mitmachen. Lass doch ein Like da, lass doch ein Abo da, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Das war Ich bin raus. Dankeschön und ja, bis zum nächsten Video. Also gute Fahrt.